Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Craft Attack 8 und heute schauen wir uns mal den neuen Nether Hub an. Hat mir GTAM schon so ein bisschen im Stream angeteasert und gezeigt, da war er noch nicht ganz fertig, aber wir gucken jetzt mal, was hier abgeht, denn da sind anscheinend auch viele Biome angeschlossen und so weiter und so fort. Da müssen wir ganz dringend mal reinschauen. Gibt's jetzt in dieser Folge und falls ihr neu seid, mich noch nicht kennt, wie immer würde mich freuen, wenn ihr nicht vergesst, den Kanal zu abonnieren und dann alle weiteren Videos in der Abo-Box. Hilft extremst, vielen Dank. Und auch wenn ihr das Like für den YouTube-Algorithmus denkt, wäre das auch super, super lieb. Dankeschön, hilft immens. Jetzt schauen wir mal, oder legen wir mal los mit der Folge. Let's go. So, und zwar, ich bin jetzt mal auf dem Weg hier zurück. Ich muss noch ein paar Spitzhacken herbringen und Stuff. Ich habe hier jede Menge Pickaxes dabei. Das heißt, da können wir auch mal uns ein bisschen um Sachen reparieren kümmern. Aber zunächst mal gucken wir uns den neuen Nether Hub an. Okay, ich komme hier so rückwärts raus. Ist auch schon eingefärbt. Spark of Phoenix. No, das O wird immer klein geschrieben. Immer. In Deutschland ist immer groß. Ich weiß nicht warum. Guckt euch mal diesen Nether Hub an. Das ist noch jetzt mal mega cool. Da kann man genau erkennen, wer wo drin ist oder wer wo wohnt. Ich finde, ich sehe ein bisschen blass aus, muss ich sagen. Oder? Kann man das? Ich sehe so ein... Na, geht. Geht. Ich habe mich gerade ein bisschen gewundert. Leute, GTAM ist hier rumgegangen, hat den kompletten Nether so richtig ausgebaut, die Decke weggehackt. Was an sich auch schon mal gar nicht mal ohne ist, auch da die ganzen Löcher und alles mögliche da reinzubohren. Ich habe noch Folgendes vor, auch hier oben seht ihr schon, die Netherdeck ist ein gutes Stück entfernt. Ich würde gerne hingehen und hier oben ein riesiges Loch reinsprengen oder auch mit das, also Bedrock entfernen, einem riesigen Radius, wird wahrscheinlich mal ein Thema von einem Stream sein, wo wir komplett eskalieren. Und das geht mir so weit, wie wir Bedrock entfernen, habt ihr schon in der früheren Folge gesehen, weil ich bin ja auch da oben durch und bin dann zur Netherdecke hoch. Da hatte ich allerdings kaum TNT und hatte echt nicht viel Chancen, das auszuprobieren. Aber, wie gesagt, ich weiß ja, wie es geht. Ich mache mich da mal ran und dann kann man am besten, geht mal hier unten hin, im Netherhub. Fliegt man im Netherhub einfach jetzt hier so durch die Gegend, also das kann man ja eigentlich schon extremst gut. Man fliegt hier so rum und kann dann einfach nach oben so senkrecht durch die Decke fliegen zur Goldfarm hoch. Das wird mega, mega, mega cool. Aber wir schauen uns noch mal ein kleines bisschen besser an, was hier so alles gibt. Ich weiß auch selbst gar nicht, wo die Leute wohnen und er hat da schon jede Menge angeschlossen. Hier hinten waren die Römer, da ist Fabo, hier ist Kev. GTAM war hier, also ich bin da vorne. Hier hinten ist Romatra, Trimax, auch das Fischgesicht ist am Start. Degi müsste hier sein und der Shop hier vorne, oh yes, mit Dollarzeichen, das ist nice. Dann als nächstes hier haben wir das End, ging es ja entlang neben dem Shop, ging es einmal so durch, hat dann einen mega nice Enderman-Kopf drauf gemacht. Zuerst waren auch an der Decke hier so ein kleines bisschen welche von diesen Lampen dran, von diesen Soul Lanterns und hat aber nochmal geändert, nachdem ich vorgeschlagen habe, dass man es mit Fackeln machen könnte, also da kann man hier durchfliegen. Und hier wird es dann zum End gehen. Das ist halt mit einer Eisstrecke gebastelt, sodass hier ein Boot durchfahren könnte. Und ist schon ein gutes Stückchen hier. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ein Boot hat man in der Regel nicht dabei. Wir nutzen einfach Elytras zum Durchfliegen. Hier gibt es wahnsinnig viele Biome noch mit angebunden. Da müssen wir mal gucken. Ich habe mich noch nicht ganz orientiert. Hier vorne gibt es Wüstenbiom. Da kann man einfach hinlaufen. Geil. Hier vorne ist noch irgendwas. Okay, das weiß ich noch nicht, von dem das ist. Ey, das ist mega, mega, mega cool. Hier vorne haben wir noch Basalt- und Soul-Sand-Biom. Können wir mal durchlaufen. Okay. Basalt-Delta, da war ich beim Buddeln schon. Aber ich bin da noch nicht. Ja, ihr Pickwins. Da war ich schon mal beim Buddeln. Als ich nach Netherite, nach Ancient Debris gesucht hatte, habe ich die Partikel gesehen, aber irgendwie war ich noch nicht selbst jetzt so da im Sinne von, dass ich vor Ort war. Da gibt es ein paar Seiten, alles Mögliche. Da vorne ist auch nochmal ein Portal zu jemandem, weiß ich noch gerade nicht. Denn hier drüben ist das von Bassi Zockt. Noch ein bisschen weiter, hier hinten wäre das dann von Reeft und Klim müsste doch auch irgendwo sein. Ein paar sind noch nie auf der richtigen Höhe, glaube ich. Okay, mir wurde gesagt, dass hier ein Dschungel ist. Und da würde ich eventuell gerne mal hingucken noch. Die Frage ist, in welcher Richtung. Ich hoffe mal, das ist ausgeschildert. Jedenfalls hier war noch Zander und hier war noch... Achtung, Baustelle. Ich weiß nicht, ob das schon fertig ist. Was steht denn hier noch? Okay. Vanessa und Zander, ja. Hier stehen irgendwelche Glückwünsche noch drauf. Riol. Ging hier lang. Und hier geht es auch nochmal lang. Das hier sieht aus wie der Weg zur
Tintenfisch fahren. Da ging es ja an der Seite hoch. Ich versuche mich so ein ganz, ganz bisschen zu irritieren und auch mal die Straßenschilder nebenbei zu lesen, bevor wir uns dann vielleicht ein bisschen ans Repair machen. Ja, ich habe eine Elytra an. Oh, die Piglins, die sind aber böse. Böse, böse, böse. Ich mach mal hier. Ich wusste gar nicht, dass sie so heftig reinzimmern. So, hier hinten ist ein Eisbiom. Okay, es hieß, das ist schon angeschlossen, das Dschungelbiom. Aber da müssen wir mal gucken. Hier vorne geht noch eine Straße entlang, da sind auch noch Leute. Naja, okay. Leute, wir gehen mal und gucken mal noch mal, ob wir irgendwie in den Dschungel mal reinkommen. Einfach ein paar Sachen dort zu holen, würde ich sagen. Ich lege mal diesen einen Tunnel hier auf dieser Seite lang. Eventuell ist das ja schon was. Uff. Wie weit einfach. Wir haben hier oben Schweinchen am Start. Und hier vorne ist ein Portal. Jetzt bin ich gespannt. Ist das ein Dschungelbiom oder nicht? Wo sind wir denn hier? Ach so. Hier geht es ja noch gefährlich böse runter. Jetzt bin ich gespannt. Wo kommen wir raus? Es ist ein Dschungelbiom? Ja. Es ist ein Dschungelbiom. Wir können Papageien holen. Und Stuff. Warum soll ich so oben? Theoretisch auch Pandas. Pandas wären auch möglich. Aber schaffen wir es in dieser Folge, noch einen Papagei zu finden? Zügig. Schwierig. Oh, ich muss mir ganz kurz merken, welchen Koordinaten das ist oder wo das ganz grob hier vorne ist. Deswegen Screenshot. Minus 5500 und 300. Okay. Ich habe natürlich keine Seeds mitgenommen, unsere Kakaobohnen. Reapers hat uns tatsächlich schon mal welche mitgebracht. Aber da es jetzt ein Dschungelbiom gibt, kann ich die, glaube ich, auch mal wirklich für mich verwenden und so. Und ich hole mir auch mal Saplings, hätte ich gesagt. Das geht, dann brauche ich auch noch meine Axt. Oh, ich muss noch ein bisschen Stuff preparen hier. Ganz viele Spitzhacken sind noch vom Diamond Grindstream ein bisschen down. Wie es da weitergeht, seht ihr auch noch ein paar Folgen. Da wird noch einiges kommen. Und wir machen da ein bisschen übertriebene Sachen. Das ist nicht ohne. So. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir die eventuelle Chance auf einen Parrot haben. Oh mein Gott, ich habe einen gefunden. Da vorne sitzt er. Da muss ich mal gucken. Ich habe keine Seeds. Ich habe vergessen, die mitzunehmen. Also im Prinzip so wie immer. Hallo Papagei. Ich guck mal, ob ich ein paar Seeds für dich bekomme oder so. Hallo Papagei. 13 Seeds habe ich. Komm her. Ist nicht wahr. Er hat alle 13 Seeds gefressen und nichts ist passiert. Das ist ja schon ein bisschen gemein, ne? Kein Plan, wie ich gerade 8 Seeds zusammengekriegt habe, aber ich glaube, die Fortune Picke bringt was. Oh Gott, finally. Mein erstes Tier, was ich gezähmt habe. Ja, also soweit so gut, würde ich sagen. Hallo Papagei, kannst du dich mit hier rüber teleportieren? Geht das? Ja, tut er. Also ich würde ihn einfach durch den Nether mit nach Hause bringen, würde ich sagen. So, dann müssen wir aber erst nochmal hier jetzt, ne, und so. Kann er sich jetzt mal hier importen oder so? Wo ist der denn? Okay, es ist anscheinend schon die... Oh Gott, was war denn das? Ah, ich habe die Rakete nicht genannt. Das erklärt's. So, so ein bisschen nach oben geflogen. Hier ist ein Ruined Portal. Wobei, ganz ehrlich, Papagei, bleib mal hier sitzen. Hier vorne brennt ja alles weg. Ich guck mal in die Kiste rein, weil... Hier generiert aber eine Kiste mit und da kann ein OP-Apfel drin sein. Ja, versuch was wert. Golden Leggings mit Girls of Binding. Ja, da müssen wir gleich mal hier weg, Papageichen, weil die Bude brennt, glaube ich, ab. Yep. Da würde ich ganz vorsichtig mal hier wegfliegen jetzt. Regelmäßige Abstände, damit der Papagei mitkommen kann. Muss halt ein Sichtreichweite sein, ne? Ich glaube, ich bin zu weit weggeflogen. Ja, yep, bin ich. Ja, ich muss kleine Steps machen, weil ansonsten verliere ich den. Und da müssen wir mal gucken, welche Richtung wir müssen. Ich glaube, irgendwie hier so nach da vorne.
Oh mein Gott, Leute, ich habe hier noch einen Papagei gefunden. Zunächst mal unten ist ein Ocelot. Aber irgendwo hier war noch ein blauer Papagei. Ich habe den doch eben gerade von oben gesehen. So, der Dings ist hier. Irgendwo hier war noch ein blauer. Gerade beim Hinfliegen und Aufnahme starten. Oh, ich sehe ihn. Hier unten ist er. Ich habe gleich zwei Papageien. Und die nehmen wir einfach mit. Leider keinen roten. Okay, oh, der mag mich auch. Das ging sehr schnell. Hallo? Ja, aufgesammelt. Das ist ja schon mal gut. So, Leute, mehr als zwei kann ich eh nicht führen. Alleine wäre es auch nochmal eine andere Sache gewesen, aber ich muss die gerade mal hier hinführen. So, Papagei, komm mal mit hier durch. Ich glaube, ich würde den versuchen, irgendwie hier durchzuschwurbeln. So, der blaue ist durchgeschickt worden und der rote. Ich wollte gerade sagen, der grüne. Rot hat leider nicht geklappt. Okay, das ist auch durch. Und jetzt geht's auf die andere Seite. Ich würde sagen, ich laufe hier mal ganz normal zurück mit den beiden auf den Schultern. Ja. Klappt das? Einen habe ich auf der Schulter und den anderen habe ich hier. Oh, gut. Ja, jetzt muss ich ja gucken, dass ich irgendwie langlaufe, wenn ich halt hüpfe, ne? Ja, fallen so runter. Das ist unter Umständen nicht so gut. Dann müssen wir eben einfach mal ein bisschen nach Hause laufen. Aber dann haben wir zwei Papageien am Start. Geil. So, Leute, ich bin wieder zurück. Und ich habe auch beide Papageien mitgekriegt. Das ist echt ein langer Weg zum Laufen. Das ist recht krass. Habe alles wieder gefunden. Ich gucke, ob ich hier durchkomme. Aber ich glaube, mit den Papageien kommen wir nicht durch. Jetzt hier reingeht, die müssten jetzt abfallen, wahrscheinlich von meinen Schultern, ne? Oh, doch! Was? Es geht! Okay, war ich mir selbst nicht sicher, dann... Na, okay, jetzt gehen die runter. Aber ist egal, ich kann jetzt hier langlaufen und die müssten eigentlich sich hinter mir porten. Ganz freiwillig. Ja, ab einer gewissen Entfernung porten die sich. Das ist schon mal ganz gut. Hier vorne sitzt eine Katze, die ist nicht von mir. Irgendwer hat die gezielt hingesetzt. Die wird halt mal, ja, irgendwie entfernt oder so. Ich dulde keine fremden Katzen. Meiner Base. So, ich würde sagen, die Papageien, die lassen wir erstmal hier hinstellen oder so. Parken. Der andere so meiner Schulter. Parken. Und ich gehe ein kleines bisschen AFK, wenn ich die Folge rendere und bearbeite und hochlade und so weiter und so fort. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich dachte, es wäre mal cool. Neue Nether Hub und Papageien am Start. Und ich hoffe mal, dass die dieses Mal wieder nicht weggekillt werden. Leute, ich brauche noch einen roten Papagei. Ich muss ihn auch Kopernikus nennen. Und wer mein neues Buch gelesen hat, der weiß warum. Wir müssen uns Kopernikus holen. Früher oder später machen wir das. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.